Moin Leute, willkommen zum neuen ARK Talk. Heute mal mit Begleitung. Ich glaube sogar eine Premiere. Ich glaube, ich war noch nie zu zweit. Face, willkommen im Video. Herzlich willkommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen uns in die Taverne, setzen uns mal kurz hin und dann besprechen wir heute ein paar ARK-Themen. Ich gucke gerade, können wir den Tisch hier nehmen? Ich glaube, wir nehmen den Tisch hier, oder? Der ist doch. Ja. Ja, dann mache ich Orbitalkamera an, dann kann man schön den Skin sehen. So, ist ja richtig, wenn zwei Kopflose am Tisch sitzen. Mhm. Ja, ich würde sagen, heutige Themen, die wir so halb vorbereitet haben, soll ein bisschen improvisiert sein, sind einerseits mal kurz das Halloween-Event, dann zum TLC-3-Update und ein bisschen was zu ja, Genesis 2, würde ich sagen, oder? Das ja. Sollte mehr als nur Stoff sein. Ich meine, das ganze Leute hier vorweg, wer es zum ersten Mal zuschaltet, das ist halt so ein bisschen Podcast-mäßig. Also ihr könnt im Prinzip das Handy oder was ihr immer macht, nebendran legen und einfach laufen lassen. Da gibt es kein großes Bild, ich werde hier nichts einblenden oder so. Das ist einfach nur, dass ihr unserem Quasel hier zuhören könnt. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Halloween-Event-Face. Ich hau die These in den Raum, das Halloween-Event ist das beste Event im Jahr. Ja, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Echt? Okay. Ja, ist tatsächlich mein erstes Halloween-Event. Okay. Dann habe ich nicht mitgemacht. Mhm. Aber tatsächlich habe ich mir Videos dazu angeguckt. Ja. Es sind halt coole Sachen dabei. Ja, es bietet auch am meisten, weißt du? Ich finde so, du hast Bosskämpfe, was ich bei allen Events vermisse, dass es Bosskämpfe gibt. Ich finde das super cool. Ja. Wir haben okay eine Skins. die Chibis sind relativ okay zu besorgen und nicht über Ostern, weil wir die Eier auf den Boden werfen. Und ja. Die Dino-Spawns, die Farben sind nicht ganz so krass. Das finde ich auch sehr angenehm, weil Ostern ist ja immer so ein bisschen, ja, augenkitzelig. Knalliger. Ja. Knalliger. Auf jeden und Fall. Und jetzt sind eigentlich so, ja, ist halt auch Halloween, ein paar düstere Farben eher. Genau, ja. So wie das Dark Lavendel. Zum Beispiel, ja. Oder Orange und so ein Kram, das ist ja nicht so extrem schlimm. Ja, so im Gesamtbild. Eins, was mir so ein bisschen fehlen würde, ist Loot. Ja. Weißt du, wenn es immer so eine Möglichkeit geben würde, dass man irgendwie besser an Loot kommt? Ja. Sowas wie beim Weihnachtsevent, falls nicht ganz, aber so ein bisschen irgendwelchen noch so. Keine Ahnung, lass spezielle Grabsteine droppen oder spawnen, die irgendwie anderen Loot bringen, weißt du? Mhm. So wie bei den Candy Drops. Zum Beispiel, ja, ja. Dass man damit einbauen würde oder sowas mal würde, ja. Können wir eigentlich auch machen. Da habe ich jetzt einige Skins schon rausbekommen. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, was auch ganz cool wäre, weißt du, der Dodorex vielleicht spawnbar, dass du ihn beschwören kannst. Ja, so wie bei den Bossen an Obelisten halt. Genau. Zum Beispiel lass doch Zombie-Dodos auf der Karte spawnen und ein Zombie-Dodo droppt vielleicht, keine Ahnung, Kopf eines Zombie-Dodos, töte 20 oder, keine Ahnung, 50 Zombie-Dodos und opfer die, um dann den Boss zu beschwören. Weil es ist tatsächlich ziemlich schwierig, den zu finden auch. Ja, und du hättest auch alle Karten, weißt du, so könntest du auf Crystalline einfügen, auf Extinction. Du könntest sogar richtig optisch so ein bisschen krass machen, weißt du, keine Ahnung, du gehst irgendwo an eine Stelle, dann platzierst du da den Haufen Dodo-Totenköpfe und dann bildet sich so aus Blut ein Pentagramm und dann kommt der Dodo-Rex, weißt du. Ja, oder dass man tatsächlich noch so ein spezielles Item dazu hat, wie so ein Kochtopf, dass man den quasi in so einen Kochtopf macht. Auch nicht verkehrt, ja. Ja, man könnte auch schon coole Sachen, glaube ich, machen. Dann würde man es für alle Maps zugänglich machen. Weil es gibt ja auch Server, die haben ja nicht der Island und Scorch Earth dabei und da besitzen keine Wechselmap oder sowas. Und dann, ist es für die ja ein bisschen doof, das Ganze. Das hätte man, aber wer weiß, nächstes Jahr vielleicht. Ja. Ja, sonst Sachen, die du vielleicht am Event ändern würdest oder die vielleicht irgendwie irgendwas zum Event? Ja, wie gesagt, der Dodo-Rex-Spawn. Es ist halt ziemlich schwierig, den zu finden. Ja, alle drei Nächte und dann random irgendwo. Ja, dann muss man den erst suchen. Dann liegt es auch immer an den Server-Einstellungen, wie das Tag-Nacht-Verhältnis ist. Ja, ist ja auch noch, ja, das stimmt. Ist ja von Server zu Server tatsächlich anders. Ja, normal haben die meisten ja Nacht kurz gestellt.
Hatten wir am Anfang ja, weil auch. Die Nacht schon manchmal ziemlich nervig ist. Ja, so nachts ist halt manchmal auch echt. Ne, braucht halt nicht, braucht man nicht so unbedingt so, keine Ahnung, 3 Stunden Nacht. Das ja. Das würde ich tatsächlich noch anders machen, dass man den nicht quasi alle 3 Nächte, sondern nicht. Also jede Nacht wäre auch zu viel. Ja, ich denke mal, selber spawnen wäre eigentlich die sinnvollste Variante. Ja. So kann man das selber variieren, wann ich ihn machen möchte, wo ich ihn machen möchte. Gut, vielleicht sollte man gewisse Spawn-Gebiete eingrenzen, nicht dass du einfach in der Base deines Lieblingsnachbarn den Dodo Rex da drin beschwörst. Ja. Das ist ja sowieso, wenn man nicht in der Allianz ist, ist das ja, kann man ja nicht da einen Kochtopf platzieren, dass man den da spawnen kann. Ja, stimmt, wenn man Kochtopf bräuchte, stimmt, ja, dann wäre das. Wäre eine gute Option, ja. Würde das damit rausnehmen, dass man damit Leute abfacken kann. Ja, das würde es tatsächlich auch rausnehmen. Ja, dann würde ich sagen, Halloween haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Leute, wie gesagt, ihr könnt immer zu all euren Themen, all euren eigenen Meinungen der Sache in die Kommentare schreiben. Werden wir auch durchlesen, natürlich auch beantworten, das Ganze. Ja, ich würde sagen, das nächste wird, denke ich mal, das größte Thema gefühlt, glaube dieses Jahr. Ich glaube, das TLC 3 Update ist so das Update, was ja, 2020 am meisten arg verändert. Ja, ich sag mal so, ich sehe es mit einem, ja, mit einem guten Auge und mit einem weinen Auge. So, ich weiß nicht, manche Sachen freue ich mich drauf, bei manchen habe ich ein bisschen Angst. Ja. Und bei manchen Dingen denke ich mir so, hat Wildcard wirklich richtig nachgedacht? Bin mir nicht so sicher. Also, da gibt es ja schon ein paar Sachen, die gemacht werden. Da ist ganz schön viel bei, ja. Aber sag mal so, was freust du dich denn so am meisten? Oh, schwierig. Es gibt viele geile Sachen. Aber wenn ich jetzt mal eine Sache so überlegen müsste. Ach, der Rudelbuff bei den Megalodons. Ja. Der Blutungsbuff, Tyler, spiele ich gerne eigentlich. Oh ja. Tylers sind auch schöne Tiere. Das stimmt natürlich. Ja, und dass man die Mantisse züchten kann. Das ist auf jeden Fall, ja. Beziehungsweise die Chitin-Tiere, beziehungsweise alle, quasi, ich glaube sogar alle, ne? Alle Insekten, ja. Artopleura, ja. Ja, Artopleura, Spinne, Skorpion, glaube ich auch. Ja, ich glaube schon. Skorpione. Mantis. Ja, auch zu den Insekten, ja. Genau, Lymantria. Also. Oh ja. Da habe ich mega Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall Safe-Motten züchten. Ja, ich sag mal so, wir können ja mal das Ganze so chronologisch mal ein bisschen durchgehen, dann mal so ein bisschen Senf dazu geben, was ich aus dem Kopf noch rausbekomme, falls dir was einfällt, natürlich kannst du es mit reinwerfen. Ich würde sagen, fangen wir mit den Dino-Anpassungen an. Also gut, Giga 15% weniger Aufwachszeit ist okay. Ja, erleichtert halt die Zucht ein bisschen, ne? Ja. Die Frage wäre für mich da, warum Giga und nicht Tuso, weil ich glaube, die sind beide relativ gleich. Ich glaube, von der Zeit hätte man auch anpassen können, aber naja, gut, Wasserkonter wird immer vernachlässigt. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Ja, gut, das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Ja, was gab es als nächstes war dann? Ja, ich glaube, Insektenzüchten war, glaube ich, als nächstes in diesem Reiter. Ich finde es cool. Ich meine, klar, Motten züchten und so habe ich mega Bock drauf, dass sie halt jetzt auch mehr schneller fliegen können und so ein Kram. Ja. Ich glaube, die kleinen Insekten vermute ich eher, dass sie PvP interessanter werden. Ich glaube, ein Artopleura züchten macht in PvE keinen Sinn. PvP, die sind ja eher auch PvP, das nicht, weil die machen halt, die haben halt extrem viel Schaden an der Rüstung. Genau. Ja, und Mantis, muss ich ehrlich sagen, habe ich Bock drauf natürlich, aber auch ein bisschen Angst vor, weil ich hoffe, sie balancen das Ganze richtig aus. Nicht, dass der Mantis halt erstmal mega OP ist, dann gibt es halt Leute, die halt, ich sag jetzt mal, damit sich übertrieben krass bereichern können, dann fix es nach 2 Wochen wieder, dann weißt du so, dieses, ich hoffe, das wird von vornherein direkt richtig ausgebalanced. Nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, du mit dem Ding auf Extinction gehst mit einer Spitzhacke und baust irgendwie 3000 Elemente ab, wenn du Note machst. Also ich hoffe, dass es ausbalanciert ist. Und das andere ist, was ich nicht verstehe, ist, gut, es gibt keinen 100% exakten Beweis bis jetzt, aber auf den Bildern gab es ja Baby-Dino-Bilder von diesen kleinen Tieren. Ja.
Und ich verstehe nicht, warum man nicht vielleicht die Mühe sich macht. Es sind ja Insekten. Insekten schlüpfen ja nicht in ihrer ausgewachsenen Form als Baby. Die wachsen ja auch irgendwann in einem. Genau, so was denn manche haben ja keine Ahnung, eine Larve oder werden Kokons oder was auch immer Insekten alles durchmachen. Und Ja. es hätte man ein bisschen einarbeiten können, weißt du? Bei den Motten schlüpft ja auch direkt eine fertige Motte auf Miniaturgröße. Man hätte ja vielleicht doch sowas wie eine Raupe erst machen können. Ähnlich wie beim. Es hätte ja wie beim Viper sein können. Lass sie doch bis 10% eine Raupe sein und ab 10% wird es ein Schmetterling, weißt du? Ja. Bei der Mantis zum Beispiel hätte ich es richtig geil gefunden. Ich meine, das wäre zwar für die Züchter jetzt ein bisschen, naja, aber. Hatten wir schon mal drüber geredet. Genau, lass doch einfach beim Paaren das Männchen sterben, ja? Ist ja auch regulär so. Warum sollte das dann nicht auf Ja, Spiel so das sein? finde ich Genau, wäre doch geil gewesen, eine Zucht, dass einfach. Du hast ein Männchen mit einem geilen Damage-Wert, passt mit einem Weibchen, das Männchen stirbt und das Baby hat nicht einen Damage-Wert. So, ja. weißt du? So, ja. Ja, das wäre eine gute Überlegung, aber das ist schlecht umzusetzen. Ja, es wäre ein PvE-Konto, aber so ein bisschen dieser Spaßvertreib, weißt du? So hätte halt ein Ja. bisschen die Zucht schwerer gemacht, weil du halt immer darauf achten musst, dass das Männchen nicht stirbt. Aber wäre lustig gewesen. Fände ich zumindest von einer vom Aufbau her. Ja, wäre tatsächlich lustig gewesen. Ja, und sonst, was gab es noch? Fledermäuse, auch Fledermäuse kann man auch noch züchten jetzt, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich Fledermäuse züchten soll. Ich hatte noch nie eine Fledermaus, ehrlich Ich auch nicht. gesagt. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht ganz so, was sie da sind. Ja, die werden Aber, wahrscheinlich auch ja. für PvP Ja. mehr wichtig sein. Das kann gut sein. Und dann die goldene Frage, Walkert, warum kein Baby-Mistkäfer? Genau. So, das wäre doch mal richtig cool gewesen. So ein. Oh, der ist geil. Ist ja auch ein Ja, Insekt. das wäre sowas wie so ein Skarabäus, weißt du? So. Ja. Hätte ich cool gefunden. So ein Mini. Ja. Ich glaube, sonst gibt es keine Insekten mehr, oder? Ich will mal nachdenken. Lumantria. Ja, die haben wir ja dabei. Mantis. Haben wir. Haferflora. Ja. Spinne. Onyx. Spinne. Ja, alles dabei. Das waren eigentlich schon die Insekten, ja. Ja, dann würde ich Finde ich sagen, mal. was kommt noch? Die Wyvern. Die Wyvern werden paarbar. Ja, die waren. Ja, viele Leute, die Züchter sind, werden ein bisschen ärgern, dass sie wahrscheinlich ihren besten Wyvern gelevelt und geprägt haben. Ja, und die Werte nicht aufgeschrieben Man haben. kann sagen, hat niemand dran gedacht vor ungefähr 2 Jahren, wenn er mal den geflippt hat, da sich die Werte aufzuschreiben. Ich hoffe halt, dass sie ja genervt werden, dass sie, sag ja, nicht zu krass genervt werden, weil nicht, dass du am Ende sie die Wyvern komplett. Gut, von mir aus können sie gerne komplett genervt werden und die werden schlechter. Ich meine, auch damit werden sie immer noch gut. Werden aber halt nicht mehr so OP, wie sie mal waren halt. Ja. Aber was ich nicht verstehe, warum Wyvern paarbar und nicht greifen. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man die greifen nicht einfach mit reingepackt hat. Das ist ein bisschen schade. Weil greifen könnten ganz geil sein, wenn man sie paaren könnte. Ja. Ja, ja, Tylers haben wir die Anpassung. Hast du gesagt, du bist ja ein Tyler-Fan. Ja. Da Ja. ist halt der Tutungsbuff. Ich sagen, sie könnten bossrelevant werden oder generell normal halt auch gut benutzbar werden gegen größere Tiere. Ja, wenn sie den Dino-Buff haben, dann ja. Oh ja, der Dino-Buff wäre mal richtig gut, wenn sie den kriegen würden. Ja, ich denke mal nicht, dass sie den Kano-Buff kriegen, weil womit sollen sie was aufspießen? Ja, das wäre ein bisschen komisch. Schade, dass sie nicht generell den Dino-Effekt bekommen mit dem Randspringen. Das wäre auch cool, so festhalten, weißt Ja, die können sich ja quasi auch festkrallen. du? Ja, und sowas an Dinos wäre ganz cool, aber ja, mal gucken, was noch so kommt. Ja, das werden wir spätestens herausfinden, wenn es dann soweit ist. Ja, ich denke, was wir doch zu jedem Dino werde ich ein einzelnes Video machen, alle mal vorher testen. Ich werde es jetzt schon sehen, es wird eine sehr harte Woche werden. Ab dem 7. Ja, aber abgesehen davon, was gab es noch? Im Video habe ich, glaube ich, den Diplocaulus wollte ich erst zum Wassertier sprechen, dann habe ich ihn doch als Diplotikus gezählt.
Aber natürlich im TLC-Update wird der Diplo Kaulus verändert, also das Wassertier wird verändert. Das hatte ich im Video ein bisschen falsch interpretiert. Ja. Nicht der Diplodocus, sondern der Diplokaulus. Ja, weil das Problem ist schon, die Reitgeschwindigkeit wird um 20%, glaube ich, erhöht. Und ich hatte halt gedacht, warum dem Wassertier nochmal 20% geben? Das Ding ist eh sauschnell. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht war ja doch der Diplo, also der Diplodocus gemeint, weil der ja sau langsam ist, weißt du? Ja. Weil das Wassertier kann man auf Movement Speed leveln, ist das generell sauschnell und jetzt nochmal 20% mehr. Also wenn ich meinen Diplokaulus, der geprägt ist, kommt, sagen wir mal so, 30 Level auf Movement Speed mache, ist der schneller als die Map Lead. Wenn der Welt nochmal 20% Movement Speed Buff bekommt, dann ja, fliegt der fast. Das. Ja. Bin mal gespannt. Aber ich meine, ich mag die Teile generell, die sind halt coole Erkundungstiere unter Wasser, weil du kein Atemgerät mit ihm brauchst. Aber bin noch nie damit geschwommen. Ja, die sind relativ fix. Er wird nicht richtig, richtig schnell. Und du brauchst ja keinen Atemgerät, wenn du auf ihn drauf sitzt. Weil du atmest so gesehen seinen Sauerstoffwert. Und ich nehm die ganz oft mit, wenn ich zum Beispiel Tusos tame und unten bei der Box zum Beispiel bleiben muss, eine Stunde. Dann ziehe ich auch das Atemgerät aus, gehe auf den Diplokaulus und dann spare ich mir halt ein bisschen Atemgerät oder Element und so ein Kram, weißt du? Da finde ich die ganz praktisch. Das klingt tatsächlich praktisch. Ja, wenn ihr ein Video zum Diplokaulus sehen wollt, Leute, es gibt bei uns einen ausführlichen Dino-Guide zum Diplokaulus. Habe ich mal vor ein paar Wochen hochgeladen. Was haben wir noch? TLC 3, wir können mal so zu den krassen Überarbeitungen kommen, ist ja hier Mammut und Stego. Das sind ja die beiden richtig krassen Überarbeitungen. Ich sag mal so, ich persönlich finde es ganz cool, dass man vielleicht ein bisschen vom Therion so weggeht und man geht ja auch im Endeffekt jetzt vom Biber so gesehen weg. Man bringt ja den Mammut und den Stego jetzt rein, so als Allrounder für die Farmwelt im Endeffekt. Ich finde es ganz geil, weil ich bin ein riesen Stego-Fan. Stego ist mein Lieblingstier, ehrlich gesagt. Gerade so die Anfangszeit. Ja, Stego war auch das erste Farmtier, was ich allgemein, als ich neu war, gezähmt habe. Zum Farm. Deswegen und ja. Für die Leute, die vielleicht, ich glaube, es wird keiner auf dem Kanal das jemals gesehen haben, aber hier auf dem Kanal gibt es noch Let's Play-Videos vom Office-Server von mir, von ungefähr vor 3 Jahren. Und meinen ersten Dino, den. Das habe ich sogar gesehen. Ist ja, meinen ersten Dino, den ich damals habe mit Kuri, falls der zuschaut, glaube ich zwar auch nicht, aber trotzdem Grüße an Kuri. Wir haben mal 8 Stunden lang ein Level 70er Stego auf jeden Fall getamed. Ich habe das noch wie 3 Folgen in der Let's Play-Reihe, die wir extra für aufgenommen haben. Ja, und ich glaube ungefähr so 10 Folgen später wurde er wie unsere gesamte Base von einem Rex gerissen. Deswegen. Ja. Ich traue aber heute immer noch um Kylo. Das war mein allererster Stego. Gute Memories an ihn. Wie gesagt, Mammuts finde ich auch ganz geil. Mit dem. Wohl ein Buff wurde noch nicht erklärt. Das ist immer noch so, ein Buff ist ja immer noch in. Ja, der nicht erklärten Welt, weil sie haben gesagt, die Trommeln lösen einen positiven Buff auf Dinos auf. Aber es wurde, glaube ich, nicht gesagt, welcher. Nee. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Was das Mammut so bringt. Am Ende haben wir alle Mammut-Boss-Fights dabei. Ja. Habe ich auch tatsächlich noch nie getamed. Echt? Noch nie Mammut getamed? Nein. Jetzt wird Zeit. Ich sehe schon kommen. Die Quests fürs TLC 3 Update werden Tame ein Mammut. Ich sehe es schon kommen. Damit ich auch endlich mal einen Mammut habe. Genau, extra nur wegen dir, dass du einen Mammut hast, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall. Was kommt noch? Die UI-Änderung vom Interface hier fürs Tamen. Dass man jetzt hier auf der Karte sieht, welchen man wo wie gelegt hat, wie weit er im Taming-Progress ist. Hast du die Bilder gesehen? Ich habe das Bild gesehen, also ich bin gespannt. Ich sag mal so, das hier so ein Ding, irgendwo ist es cool, dass ich natürlich, sagen wir mal, 10 Dinos betäuben kann, in meine Base fliege und kann von da aus sehen, okay, Dino, keine Ahnung, 3, hat kaum noch Betäubung und dann lasse ich mir anzeigen, wo ich hinfliegen muss, um ihn wieder zu betäuben. Ist zwar cool, aber es ist auch wieder so eine mega krasse Vereinfachung. Also es wird wieder so sein, dass die Leute jetzt
Massentaming machen können und können halt über die halbe Karte fliegen und bekommen dann ja Wegpunkte gesetzt, wo sie hinfliegen müssen, um ihr Dino zu finden, weißt du? Es war halt ohne, musstest du schon ein bisschen mehr tun, im Endeffekt. Das stimmt, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst ist okay, für Anfänger wahrscheinlich sehr interessant. Ich finde es halt ein bisschen vielleicht etwas zu vereinfacht, aber ja, als Kind der 90er muss ich dran gewöhnen, alles wird immer einfacher. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist auch für Leute, die vielleicht nicht so dieses fotografische Gedächtnis haben, die nicht wissen, oh, wo lag denn jetzt mein Dino, den ich vor ein paar Minuten betäubt habe? Oh ja, aber ich kenne es. Es ist auch wie mit der, wenn du umgezogen bist und erstmal dann die erste Mal deine Base suchst. Ja, das habe ich tatsächlich jetzt immer noch. Ich finde immer noch nicht meine Base, ja, wenn ich weiter weg bin. Ich tue auch die Sumpf. Wenn ich es mir nicht auf der Karte markiert hätte. Die Sumpfbase hier muss ich auch jedes Mal suchen. Jedes Mal suchen. Das muss ich markieren, wäre nicht verkehrt. Ich habe mir jetzt einen Wegpunkt gesetzt. Ja, der wäre gar nicht, muss ich mir überlegen. Der Wegpunkt wäre auf jeden Fall eine gute Option, den hier mit reinzusetzen. Was wird denn noch verändert mit dem TLC 3 Update? Haben wir was vergessen? Ich glaube, das war schon mit TLC 3, oder? Ich glaube auch. Warte mal, wir haben die Zucht von den Drachen, wir haben die Zucht von den Insekten. Die Buffs haben wir besprochen. Den Megalodon-Buff haben wir noch nicht. Stimmt, der Megalodon, der neue Herr der Meere mit seinem Rudel-Buff. Oh, ich sehe schon, du schwimmst unter Wasser, denkst, ja komm, vom Megalodon kannst du die Akro, ist ja nicht schlimm, schwimmt halt mal Megalodons nach. Und dann geht dir die Ausdauer leer. Dann hast du so 10 Megalodons hinter dir, alle Rudel-Buff, alle Blutungsdamage. Und dann kannst du sagen, okay, ich lock einfach aus, weil ich sterbe jetzt ja eh, weißt du, so. Ich bin mal gespannt, wie krass die werden. Ich stelle mir die sehr, sehr nervig vor mittlerweile unter Wasser dann. Aber, ja, wenn du auch Wilde triffst, bestimmt, aber es wäre auch ein Vorteil für einen selber. Stimmt auch wieder, ja. Wenn man Ziel unter Wasser ist. Auf jeden Fall. Für selber getamed natürlich auch nochmal ein richtiger. Ja, auf jeden Fall auch, denk mal, man kann mit der richtig viel anrichten. Ja. Aber sonst. Gut, der Dödi bekommt noch neues Rollen. Das haben wir auch noch, aber das ja auch, naja. Ja, den kann man ja jetzt im Rollen bewegen. Ja. Also jetzt noch nicht, beim TLC 3 Update. Also unsere Rennbahn für irgendwann ein Video wird dann fertiggestellt. Endlich kann man mit Dödis und Kurven rollen. Oh ja. Das wird auch. Hätte ich tatsächlich Bock drauf. Ja. So ein Dödi-Rennen. Auch die Rennbahn werdet ihr hier dann auf dem Kanal als Video sehen, wenn sie fertig ist. Ja. Ich glaube, das war's damit schon vom TLC 3 Update. Wie gesagt, Leute, geht am höchstwahrscheinlich am 7. online. Wir spielen halt alle Ark und wir kennen Wildcard. Kann auch der 8. Plus werden, das ist immer so ein Ding. Ja, das kann sich auch mal tatsächlich ein bisschen nach hinten verschieben. Ja, aber wie gesagt, sonst Patchouts-Video, was halt einen Tag kommt, werdet ihr nochmal sehen auf dem Kanal. Wie gesagt, für alle, die halt alle Infos haben wollen zu den Dinos, ich denke mal täglich 1 bis maximal 2 Videos werden zum TLC-Update online gehen. Hängt immer davon ab, ich muss ja auch alles immer testen, das dauert doch alles leider Gottes immer seine Zeit. Jetzt kriege ich Kreuzschmerzen. Ich werde alt. Ich werde einfach zu alt. Was haben wir noch? Ja, wir können noch mal kurz anhauchen. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt auch schon ein klein wenig von der Zeit. Sind wir dann bei 20 Minuten? 25 Minuten? Müssen wir denn schon sein, oder? Ja. Ich sehe leider keine Aufnahmezeit beim Aufnehmen. Aber wir können mal kurz auf Genesis 2 sprechen, dass vielleicht, wenn wir heute Sachen reden, die am 7. angekündigt werden, können wir zumindest sagen, wir haben es zuerst gesagt. Können auch mal unsere eigenen Dinge mit einwerfen. Ja. Worüber wir gestern schon geredet haben. Ich würde mal sagen, was sind deine Interpretationen, was du denkst, wie Genesis 2 sein wird? Ja. Es ist ja tatsächlich. Also soweit ich, soll ja keine Dings sein. Keine Simulation wie Genesis normal. Genau. Dass die Welt vielleicht offener ist, weil in der Simulation ist klar beschränkt, Genesis 1, Map beschränkt. Dass das tatsächlich auf Genesis 2 nicht mehr so sein wird, hoffen wir mal.
Weil das hat schon ziemlich abgenervt. Ja. Dieses Eingeschränkte. Das auf jeden Fall. Fliegen muss nicht unbedingt mit drin sein. Das hat mich jetzt eher weniger gestört, aber dieses Eingeschränkte. Oh ja, das war echt nervig. Ja. Ich meine, man hat zwar hier auf der Map auch eine Border, aber man kann wenigstens noch ein bisschen aus dem Kartenbereich rausgehen. Das stimmt natürlich, ja. Ans Wasser. Muss ja aber sein, aber muss ja, es muss ja wohl Grenzen. Eine Grenze ab, weißt du? So. Ja. Und auf die neuen Tiere bin ich gespannt. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Haben wir ja schon zwei bekommen, unsere Fleischfledermaus. Und so nenne ich sie mittlerweile einfach jetzt so. Und unser Weltraummotorrad. Das Wahlmotorrad, ja. Ja. Sieht relativ abgespaced aus. Ist halt Genesis. Das will man erwarten. Ist halt ein bisschen abgespaced, ja? Auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so. Also meine Interpretation der Card wird sein, klar, wir spielen halt auf der Erde. Daher keine Weltrand, also keine Ingame-Randmarkierung von Gebieten. Wir werden Eis, Feuer, Sumpf auf jeden Fall haben. Ja. Ich sag mal so im Großen und Ganzen, was mein Problem ist, was ich noch nicht ganz einsortieren kann, ist, Genesis 1 soll uns auf Genesis 2 vorbereiten. Das heißt, das ist ein Test, ob wir der überlebende X sind, der Genesis 2 meistern kann, so gesehen. Die Herausforderung in Genesis 2. Ja. So, das heißt, warum wurden wir in einem Weltraumgebiet getestet? Dann müsste es ja theoretisch noch einen Weltraumabschnitt auf der Karte geben, weil warum sollten wir darin getestet werden? Ja, vielleicht gibt es ja so wie auf Genesis das Luna-Biom, was halt nicht quasi so ist wie das Luna-Biom. Vielleicht ist ja der Endboss auf dem Mond oder im Weltraum halt, dass man mit dem Wal da. Ich sag mal so, was wäre denn, wenn man im Weltraum einfach startet? Weil die Genesis 1-Kapsel, wo wir aufwachen, schwebt ja im Weltraum. Stimmt. Und der Mond wurde ja zerstört, falls ihr storymäßig das nicht wisst. Extinction ist ja die einzige Erde, deswegen gibt es auch keine Nacht in der Stadt, weil der Mond zerstört worden ist. Und man sieht am Himmel überall so Asteroiden rumfliegen. Das könnten ja die sein, auf denen wir uns so gesehen bewegen. Auf dem kaputten Mond so gesehen, weil Luna ist ja Mond, glaube ich, übersetzt. In irgendwelchen Sprachen. Weiß ich gar nicht, ob es Englisch. Nee, Luna weiß gar nicht. Nee, Moon ist ja Englisch, aber Luna ist ja auch oft immer Mondgöttin und so. Dass wir halt im Mondgebiet so gesehen vielleicht anfangen und dann von da aus auf die Erde gehen. Und auf die Erde, ja. Vielleicht haben wir da ja sowas, wie was wir übersprochen hatten mit dieser Arche, weißt du? Tiere retten, dass die im Weltraum chillt, wo wir vielleicht einfach Tiere vor der Evakuierung holen müssen, bevor sie unser lieber Rockwell ja verformt. Seine Experimente dran. Ja. Hol die letzten überlebenden Tiere. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Und sonst denke ich mal auch, es wird einen Wasserboss geben, weil warum sollten wir gegen Moeda getestet werden als Wasserboss, wenn es keinen Wasserboss gibt? Außer Rockwell hasst auch wie Wildcard Wasserdinos und tut einfach die nicht verwandeln. Ich meine, das ist die andere Sache natürlich. Ja. Das müssen wir mal gucken. Ich hätte richtig Bock drauf, wenn es einen Flugboss geben würde wieder. Also so im Prinzip wie den Desert Titan, der sich nur mehr wehrt. Weil ich fand eigentlich zum Beispiel die Crystal Wyvern Queen mit den Flugphasen ganz geil. Das war mal gezogen. Die fand ich tatsächlich auch geil, ja. Und sowas würde ich mir auch wünschen. Vielleicht nochmal einen krass mutierten Wyvern. Weißt du? So. Der Wyvern-Titan. Oder halt der Wyvern King. Ja, Wyvern King, ja. Wir hatten jetzt eine Wyvern Queen, vielleicht kriegen wir jetzt einen Wyvern King. Ja, irgendwie sowas der Richtung. Ja, so ein Flugboss wäre geil, Wasserboss wäre cool. Und halt der normale Endboss. Ja. Weil die Story geht ja dann wahrscheinlich auch zu Ende. Man kann sagen, Rockwell hat man dann ja auch. Ja, sonst denke ich mal, wir werden ein bisschen was von Aberration sehen, weil wenn der Aberration abgeknickt ist, dann müsste das ja ausgelaufen sein. Das werden wir sehen.
Ich kann aber nebenbei schon ein bisschen, weil Leute wahrscheinlich, die manche, die zuschauen, die Arc-Story gar nicht kennen, schon mal raushauen. Es wird, ich bin nicht ganz sicher, wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch, das heißt ja wahrscheinlich 3., 4., 11., werde ich ein neues kleines Videoprojekt starten. Dann mache ich schon mal ein bisschen Werbung, denn es wird so gesehen die Arc-Story in Minuten kommen. Viele kennen das ja wahrscheinlich von Animes in Minuten. Ich glaube, der liebe Ruffy hat, glaube ich, mit Dragon Ball da mal angefangen vor etlichen Jahren. Und ich habe mir überlegt gehabt, das Ganze in Arc umzusetzen und jede Karte, die einen Story-Anteil hat, wie The Island, in Minuten zusammenzufassen und einfach als so ein Story-Format rauszuhauen für jede Karte, dass man halt die Arc-Story in kleineren Videos, genau, jede Karte ein Video, dass man die sich nacheinander anschauen kann, auch die richtige Reihenfolge hat und dass man so gesehen nochmal seine Arc-Story auffrischen kann. Das war so ein bisschen mein Plan. Denke ich mal, wie gesagt, Mittwoch spätestens dürfte Folge 1 online sein. Nur so nebenbei, für die Story nicht kennen. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich kein ganzes Video, wo die wo auch Genesis mit reingerechnet wird. Das ist relativ alt. Das eine, was ich kenne, ist halt relativ alt. Der Typ hat sich da mega Mühe durchgegeben. Ist ja halt auch ein 45-Minuten-Video und das muss man erstmal gönnen. Also ich denke mal, ich werde es ein bisschen zusammenfassender machen. So wie ja auch diese Minuten-Videos sind. Vielleicht so, weißt du, der eine in 5 Minuten. Weil mehr wird es wahrscheinlich ähnlich werden. Dann kannst du mal ein kurzes Video angucken und hast direkt den Input, was auf der Island passiert ist. Gut, Folge 1 wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, weil man muss ja ein bisschen Charaktere erklären und so, aber sowas in der Richtung wird daraus werden. Ja, wie gesagt, sonst Genesis, was kann man sagen? Ja, es wird die letzte Story-Map werden, aber wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass es halt nicht zu Ende gehen wird. Ich sag mal so, irgendwann, wenn Wildcard nicht doof ist, und Wildcard, bitte hört jetzt zu, das ist ganz wichtig für euch, weil ihr müsst das machen, bringt irgendwann, wie bei Minecraft, die Konsole und PC zusammen, gibt ihnen einen Launcher, gibt ihnen eine Möglichkeit und gibt den Konsolenspielern dadurch die Möglichkeit, Mods zu benutzen. Vielleicht, auch wenn ihr es wollt, nur auf Next Gen, das ist halt dann, wie wir es halt machen. Aber dadurch lebt die Community ewig, weil es wird immer wieder Leute geben, wie dieser, ich glaube, Nils Mene, der hier jetzt noch Fjordur zum Beispiel macht. Da hat ja Valguero schon gemacht. Und es wird immer mehr so Leute geben, die Karten bringen. Und so wird das Spiel auch noch in 7-8 Jahren Karten bekommen. Auch wenn es vielleicht Arc 2 bis dahin geben würde. Aber eine Fanbase wird immer bleiben. Ja. Also ich spiele Arc jetzt auch noch nicht so lange. Und ich spiele es jetzt quasi tagtäglich. Mhm. Weil es hat auch... es hat halt ein bisschen so... Es macht schon ein Stück weit süchtig, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt halt neue Sachen, die man entdecken kann. Die Zucht macht Spaß. Die Kämpfe. Das Zählen. Es macht halt alles Spaß. Und wenn man dann immer neue Maps dazu bekommt, dann bleibt man natürlich auch bei dem Spiel. Weil es gibt dann immer wieder neue Sachen zu entdecken. Du musst dir überlegen, auch nicht nur die Maps jetzt überlegen. Sag mal, wir würden jetzt zum Beispiel heute... wir spielen ja auf PS4, für die es nicht wissen, wir haben ja keine Mods. Wenn du für uns soweit heute aktivieren würdest, zum Beispiel den Mod, der das Anbauen von Pflanzen, das Farming komplett überarbeitet, jetzt abgesehen von Cannabis und so ein Kram, aber ich sag jetzt mal normale Sachen, die man anbauen kann, da gibt es ja auch Mods für. Wenn du das Ganze, ich sag jetzt mal, in den reinpacken würdest, das würde von heute auf morgen schon mal die komplette Landwirtschaft ändern. Einige würden direkt schon mal ihre Gewächshäuser umbauen, man würde mehr Sachen anpflanzen, es würde mehr Heiltränke und so einen ganzen Kram geben. Das würde locker wieder Spielstunden rausholen und dann aktivierst du noch einen anderen Mod und dann bringst du vielleicht Tiere rein und dann könnte zum Beispiel, es gibt ja einen Mod, wo es echte Tiere gibt, wie Wölfe, Hunde und so ein Kram. Könntest du ja zum Beispiel eine der Island-Karten in Cluster aufnehmen, wo du nur diese Tiere drauf spawnen lässt, weißt du? So eine Real-Life-Karte mit Elefanten und so ein Scheiß. Du könntest ja so viele neue Sachen hinzufügen, immer wieder mal so alle paar Monate über Mods, wo die Leute halt immer wieder auf dem Laufenden gehalten werden, weil es was Neues gibt. Ja, das wäre tatsächlich schon cool, ja. Wie zum Beispiel auch, wenn man sagen wir mal, eigene Bäume anpflanzen kann. Also genau. So wie Apfelbäume, Birnbäume. Genau, die du noch ernten kannst. Bananensträucher. Ja. Genau, lass die erntbar machen, mach das vielleicht in neue Heiltränke, in neue
neue andere Potions, die man damit craften kann, irgendwie, die auch vielleicht Dino-Sachen, bei Dinos was ja vorführen, was für Fall, keine Ahnung, macht auch so doofe Sachen wie, keine Ahnung, es gibt irgendwie hier, der Kiba tut bei Dinos das Paarungsintervall um 50% reduzieren für eine Stunde oder so, weißt du? Kann man ja alles mögliche mit so Sachen machen. Ja, da gibt's viele Möglichkeiten. Ja. Auch so ein Kiba jetzt Bock drauf. Oh, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Heute ist Sonntag, kacke. Ja, Leute. Ja, gibt's noch was du sagen würdest? Vielleicht zu Genesis? Das, was ich sagen wollte, das habe ich ja schon angesprochen, wegen der offenen Map. Ja. Ich würde sagen, wir haben dann jetzt auch, ich würde sagen, wir dürfen mittlerweile lang genug sein. Ich glaube, halbe Stunde haben wir jetzt. Ich glaube, das dürfte fast der längste Arc-Talk sein. Ja, jetzt wo du auch einen Gast hast. Ja, auf jeden Fall auch, dass ich einen Gast dabei habe. Ja, Leute, noch eine kleine Info am Rande. Ich weiß gar nicht, wer noch immer bis hierhin zugeschaut hat. Respekt, danke. hast du lange durchgehalten. Man kann auch erwähnen, es gibt ab sofort die Möglichkeit, bei Noobwischen Kanal Mitglied zu werden. Das seht ihr mal neben den Abonnier-Button nebendran. Gibt es immer zwei Mitgliedschaftsstufen. Da habt ihr halt also Vorteile, dass ihr zum Beispiel andere Emojis posten könnt. Die werden halt besonders aufgelistet von der Farbe, wie ihr schreibt. Und ich glaube, bei der größeren Kanalmitgliedschaft habt ihr auch, ich glaube 4,99 müsste glaube ich sein, habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Videos mitzuwirken, zum Beispiel auch beim Arc Talk dabei zu sein als Gast oder halt auch, ihr habt generell ein bisschen mehr Mitentscheidungskraft, welche Videos kommen sollen. Das wollte ich nur mal so nebenbei mit erwähnen. Das geht auch neu. Und ja, Face, da würde ich sagen, vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst. Ja, war mir eine Freude. Ja, nebenbei, ihr habt ja im Hintergrund schon gesehen, die Switch ist hier so ein bisschen spiegelverkehrt gerade. Den Controller lenken ist echt unangenehm, komisch. So, die Switch ist schon mal ein kleiner Teaser auf eine schon mal wieder Arc-Folge, die irgendwann kommt. Die Xbox ist ja auch schon online gegangen und ja, die Switch kommt noch. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Wir sehen uns. Bis denne. Ciao. Ciao.